Ja, weg mit dem Schmutz. Ja, es ist so belastet bei dem Inventar. Die Sachen hier hinten brauche ich 20 sowieso nicht, aber analysiere ich trotzdem mal. Und ja, und so, und weg. Bewerten. Ah, brauche ich aber halt nicht, ne? Verwerten. Also wir wollen mit ISO anfangen. Kann man gut zu viel leveln und das Game erkunden? Ja, das kann man. Also, ist wie gesagt eine Meinungssache, aber ich finde schon. Zu viert ist es sowieso gut, vor allem wenn du halt in Dungeons oder in Raids reingehst. Ja, hast halt schon direkte Gruppe. Kannst halt viele Sachen, wo Gruppen für vorgesehen sind, halt ganz gut machen. Also doch, ja. Anfangs reicht das Standard. Also du hast mit dem... Gott, mit dem Standard hast du auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wie sich das jetzt über die Jahre verändert hat. Ich glaube, wenn du dir jetzt die jetzige Collector's Edition holst, hast du, glaube ich, alles drin. Also Tamriel Collectors hast du, glaube ich, alles bis auf das Aktuellste. Für das Aktuellste müsstest du dir halt, ja, wie gesagt, das Aktuellste holen. Dann hättest du halt alles außer Gebiets-DLCs, also... Ja, du kannst halt alles erkunden, außer das Neueste ist halt hier. Die Hochinsel. Dann könntest du, meine ich, alles erkunden, außer gewisse Dungeons halt. Dafür brauchst du dann halt... die DLCs, die du dir dann im Kronenshop zum Beispiel holen kannst. Oder halt über ein Plus, das war's nicht. Meine Freundin. Kronenshop. Und dann auf Shop. DLCs. Also es gibt hier halt so kleine DLCs, die dann gewisse Gebiete freischalten, wie das hier. Dann kannst du halt in die... Ja, in Clockwork City, statt Uhrwerke, kannst du zum Beispiel rein. Dann gibt es halt einige DLCs, die halt wirklich nur Dungeons oder halt Inis freischalten. Mit ein paar Quests, glaube ich. Und dann gibt es halt größere DLCs. Durch die Erweiterung kannst du halt die Story weiterspielen. Also es gibt ja für jedes Gebiet so einzelne kleine Stories, oder was heißt klein? Das sind halt schon recht groß und umfangreich. Und die kannst du dann halt von Gebiet zu Gebiet spielen. Wie gesagt, mit der Tamriel Collectors kannst du dir, oder da müssten jetzt Morrowind drin sein, da müssten Elsweyr drin sein. Oh, und wie heißen die anderen Dinger? Ich weiß es gar nicht. Ich kann mal kurz nachgucken. Ich hab Seite. Ich weiß ja nicht, hattet ihr euch das schon vorher gekauft? Wollt ihr euch das noch kaufen? Wie gesagt, wenn ihr euch jetzt die Collectors holt, also die... Okay, in der Standard ist nur Morrowind mit drin. Also das Hauptspiel Morrowind. In der Collectors ist tatsächlich alles mit drin. In der großen Collectors. Ja, dann habt ihr auf jeden Fall Morrowind noch mit drin. Und das reicht definitiv. Das reicht erstmal. Da seid ihr einiges an Stunden beschäftigt. Weil dann habt ihr einmal dieses Gebiet, wo ich hier halt bin. Inklusive... ich glaube... Radwald gehört, glaube ich, auch mit dazu. Hier halt einiges an Gebieten. Dann habt ihr halt diese komplette Insel noch. Das wäre dann halt das Morrowind DLC. Hier dann die Startgebiete. Und ich weiß gar nicht, wo man mit dem anderen anfängt. Ich glaube, hier oben. Da fängt man dann hier oben dann an. Meine ich. In dem Gebiet. Und dann könnt ihr euch das halt entweder im Spiel nach und nach für die Kronen halt freischalten. Oder entweder, wenn ihr dann ein Plus-Abo machen wollt. Oder ihr kauft euch dann irgendwann die Collector's Edition. Aber die Standards reicht auf jeden Fall erstmal. Da habt ihr mehr als genug Spielstunden. Zumindest, wenn ihr alles machen wollt.
wenn ihr alles machen wollt, dann habt ihr mehr als genug zu tun. Also ich glaube, allein für die Storyline, die ich jetzt gemacht habe, habe ich damals 2 Monate gebraucht. Für das Gebiet, also diese Gebiete hier in dem Bereich, sowie die hier oben. Also... nee. Also du musst dir die Erweiterung definitiv halt kaufen. Also du kannst dir das über diese Kronen holen. Und dann kannst du dir das hier halt im Shop freischalten. Ich habe halt auch noch nicht alle, ne? Aber zum Beispiel halt L2 für 3500 Kronen. Du kannst halt, was man halt machen kann, ist halt sich ein Abo abschließen. Und dann kriegst du, glaube ich, monatlich 1650 Kronen dazu. Also zu diesem Abo kriegst du halt diese Kronen dazu. Und wenn du dann halt ja, 2 Monate sparst, kannst du dir halt wieder so ein Haupt-Addon holen. Das ist halt möglich. Aber so erspielen ist tatsächlich nicht möglich. Zumindest wüsste ich es jetzt nicht. Kann mich gar niemand verbessern, aber ich wüsste halt nicht, dass es geht. Du kannst es dir halt wirklich nur über diese Kronen oder dann halt durch die Collectors holen. Was tut es da? Was passiert hier im Hintergrund? Aber wie gesagt, hier in den Paketen, kann man gucken. Hier sind dann zum Beispiel halt so einzelne Sachen mit bei, wie bei Morrowind. Aber das hättet ihr dann halt bei der Standardversion schon. Da habt ihr dann halt ein paar Innis drin. Und arbeitet mit einem Assassinen zusammen zum Beispiel. Ja. Und bei manchen anderen gibt es dann halt wirklich nur Dungeons oder sowas. Ja, stimmt, die 40 Euro Erweiterung ist dann eh alles mit inbegriffen, richtig. Also wenn ihr euch die Collectors holt, sage ich jetzt mal, also die aktuellste Collectors, dann ist alles mit drin, außer halt diese kleinen Mini-DLCs, halt nur für Dungeons. Die wären dann halt nicht mit drin. Aber alle Haupt-DLCs sind in der großen Collectors Edition mit drin. Ich weiß halt noch nicht, wie teuer die ist, aktuell. Weil ich habe mir halt nur die vom Hauptspiel geholt. Aber ich, wie gesagt, ich würde halt erstmal sagen, wenn ihr die Standard Edition habt, schaut erstmal rein. Nicht, dass ihr jetzt halt wirklich 40 Euro oder mehr für ausgebt. Und es euch am Ende nicht gefällt. Das, was ihr jetzt erstmal habt, das reicht vollkommen. Das reicht wirklich vollkommen. Da habt ihr mehr als genug Spielzeit mit drin. Wie Darky sagt. Und wie gesagt, wenn ihr dann immer noch wollt, es reicht halt auch ein Abo dann. Mit dem Abo könnt ihr halt, glaube ich, auch alles bis auf das Aktuellste. Und selbst dann könnt ihr euch das halt über diese Kronen halt einfach freischalten. Ist dann halt, glaube ich, immer noch günstiger als dann nochmal 40 oder 50 Tacken dafür auszugeben. kann man für den Rent schon. Das gefällt. Dann erstmal für einen Monat ESO Plus. Und dann kann man überall hin und zumindest alles questen. Ja, eben. Also, wie gesagt, erstmal die Standard. Nee, ist auch nicht. Ja, gut, okay. Aber für mich wären 40 Euro tatsächlich schon recht viel. Also, ich weiß gar nicht. Ich habe mir ESO damals geholt. Da gab es, glaube ich, nur 2 DLCs. Und ich hatte, glaube ich, auch erst die Standard und dann habe ich mir jedes Addon, glaube ich, einzeln geholt. Und die letzten 3 Addons habe ich mir, meine ich, sogar vorbestellt. Oder waren es 4? Die letzten 4 Addons habe ich mir vorbestellt, ab L2er. Ab L2er habe ich angefangen, mir vorzubestellen. Und ich glaube, ich habe bisher nur L2er durchgespielt und... Oh, was war das vor Hochinsel? Graumoor, glaube ich. Graymoor. Das hatte ich auch durchgespielt. Graymoor und L2 hatte ich durchgespielt. Kannst du eine Rasse empfehlen für alle? Oh Gott. Da muss ich tatsächlich sagen, bin ich richtig schlecht. Also, es gibt Guides. Ich weiß nicht, ob Darky dir was empfehlen kann. Also, ich bin, was Klassen angeht, sehr, sehr schlecht. Ich spiele immer das, worauf ich am meisten Lust habe und skille dann dementsprechend. Also, den Templar kannst du ja, glaube ich, auch als Heiler spielen. Ich spiele ihn jetzt halt eher als DD. Beziehungsweise skill ich ihn halt auch eher mit drauf. Der gehört mein Augenwert nicht mit als Heiler drauf. Ja, und spiele halt eine Hochelfe.
ich weiß nicht, ob das jetzt so... Ich glaube, alles, was halt so Magie angeht, aber da bin ich halt echt nicht gut drin. Hallo? Hallo? Ich glaube, ich kriege jetzt gleich eine Kostprobe von unserer selbst... eigens... Oh. Hm. Hm. Ein Salz, glaube ich. Selbstgemachtes Salz? Mhm. Ich habe mir Blackwood geholt. In den Gefährten. Und jetzt halt wegen Gefährten und Kartenspiel. Also ich halt tatsächlich immer nur wegen Story. Ein bisschen was gelesen und Templar soll ein guter Healer sein. Ja. Also ich glaube, der Templar ist halt sehr, sehr gut. Ich spiele ihn aber halt nicht als direkter Heiler. Ich spiele ihn halt als DD. Hm. Gurke aus dem eigenen Garten. Salzsäure. Ich glaube, ich hatte gerade den größten Salzkrümel meines Lebens. Aber geil, als Salzkrümel. Hm. Das war gefüttert. Fantastisch. Steht im Gewürzmittel. Ah, sehr gut. Das wird mein Standardsalz. Neben dem Zwiebelsalz. Okay, das Zwiebelsalz ist damit drin. Komm. Ja, weil es so eingetrocknet war. Oh, also komplett? Oder ist noch. Okay. Ich schreibe es dir auf die nächste Einkaufsliste. Okay. Aber jetzt hier gut. Ja. So, viel Spaß. Danke. Bis dann, Manski. Du kannst mir übrigens bald einen Eistee fertig machen. Jo. Tschüss, Edo. Viertelstunde. Jo. San Francisco. Schön mit Ö. Bis bald, wir. Bis wir singen. Bis später, sehen. Scheiße, was würde ich gerade sagen? Der erste Schau sollte zum Testen sein. Man kann alles nach und nach ändern. Man sagt zum Beispiel, Hochelf ist gut für Magiker. Man kann auch Ausdauer spielen. Man kann also alles mit jedem kombinieren. Ja, das habe ich zum Beispiel auch gelesen. Deswegen für mich war es verdammt schwierig zu gucken, welche Klasse und welches Volk halt. Weil ich bin, außer in Final Fantasy, spiele ich eigentlich nie Heiler. Tank ist sowieso nicht meins. Ich bin halt so einfach Standard-DD. Dann habe ich halt geguckt, okay, der Templar, mit dem komme ich am besten klar. Habe mir aber immer sagen lassen, okay, der ist halt eigentlich Heal. Dann habe ich aber geguckt, okay, kannst den aber auch als DD spielen? Du musst ihn halt nur anders skillen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, komm, machst du den, weil mit dem kommst du wirklich bisher am besten so an sich klar. Und ich mag halt auch die Fähigkeiten vom Templar. Da bin ich... Ach, das Liebe. Ich liebe die und sie sehen gut aus. Wann spielst du wieder Lord of the Rings online? Habe ich tatsächlich gerade erst. Rein theoretisch wäre Lotro morgen dran. Da ich morgen aber nicht streame, wahrscheinlich Dienstag. Ich verschiebe dann den MMO Montag auf Dienstag. Also ähnlich wie ich letzte Woche oder diese Woche verschoben hatte. Weil morgen habe ich Jahrestag mit Frisches und da werde ich wahrscheinlich nicht streamen. Also entweder spontan, aber dann halt kein Lotro. Also Dienstag wäre dann der MMO-Stream. Dann gibt es nämlich erst ESO, dann Lotro, dann Final. sorry, wenn ich so viel frage. Alles gut. Ich kann dir halt leider vieles noch nicht beantworten, weil ich halt einfach kein Profi bin in ESO. Aber wir haben hier jetzt so ein oder zwei, die bestimmt helfen können. Also bei anderen Sachen noch. Wie gesagt, was Skills und so weiter angeht, bin ich recht schlecht. Ich bin froh, dass Darky gerade noch da ist. Weil ich muss mich halt selber gerade erstmal wieder reinfinden. Ich spiele jetzt seit 3 Wochen wieder. Ich habe halt eine sehr, 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 sehr lange Pause gemacht. Ich glaube so von 1,5 Jahren. Bis auf halt einmal kurz
da in Greywood, Greymoor, wie auch immer, einmal reingespielt bzw. durchgespielt und danach halt wieder Pause gemacht. Und ja, deswegen muss ich mich da halt selber erstmal wieder einfinden. Wir sind halt auch noch relativ am Anfang von der Story. Und ich muss ja erstmal gucken, wie das hier alles wieder funktionierte, was man so machen kann. Und ja, aber du kannst gerne jederzeit fragen. Und selbst wenn ich es mal nicht weiß, finden wir es trotzdem irgendwie zusammen raus. Ja, Templar war mein erster Schad damals. Kam nicht klar damit. Hab mir noch, ja, dann ein Zauber gar nicht. Ach ja, Pause. Oh, ja. Ich weiß, ich hatte, einen Zauberer hatte ich. Mit dem kam ich so semi-klar. Mein allererster Schad war ein Drachenkrieger, glaube ich. Da kam ich überhaupt nicht mit klar. Das Skillen war irgendwie verdammt schwierig für mich. Dann hatte ich tatsächlich aufgehört. Dann hatte ich den Zauberer probiert. War auch nichts. Ich weiß nicht, ob es der Schurke oder der Nekromant war, der noch ganz cool war, mit dem ich halbwegs klar kam. Und dann habe ich halt den Templer versucht. Und der war halt okay. Gut, das Skillen ist halt wirklich etwas schwierig, finde ich. Der Drachenritter ist ein Grauen, das stärkste Ingame. Ja, ich finde den Drachenritter furchtbar. Also, ich selber kann ihn nicht spielen. Ich kann ihn halt wirklich einfach gar nicht spielen. Ein Templer kriege ich hin, ja. Also, ich mag zumindest die Fähigkeiten und, ne, so ist das Balancing, finde ich ganz gut. Aber Drachenritter war echt furchtbar. Weiß gar nicht. Was gab es denn noch für Klassen? Zauberer, Schurke. Hüter gibt's, glaube ich, noch, ne? Waren noch Hüter, die diese Bären beschwören können, ne? Jetzt noch Hüter, oder? Aber mit denen komme ich auch nicht klar. Zumindest habe ich es noch nicht so wirklich versucht. Ich habe es einmal angetestet, aber. Ich bin ein guter Heiler. Ah, auch als Heiler. Kann man aber wahrscheinlich auch als CD spielen, oder? Ich meine, kenn Streamer, der den als CD spielt. Glaube ich. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Nein, kann ich jetzt eigentlich. So. Ein guter Tank. Ah, okay. Ja, gut. Ja, du kannst ja das machen. Okay. Kommt wahrscheinlich dann auch echt drauf an, wie man skillt. Also, ich habe mir halt nur so einen groben Guide angeguckt. Gucken, ah, okay, darauf müsste ich gehen. Und dann. Jo. Time to beam. Lass mich raus. So. Mir wurde gequittet, da die Affen gemacht haben. Die. Darf ich mir meine Pattern zu legen? Sehr gerne. Also bei ESO sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin dann nämlich wirklich noch, was sowas angeht, ich habe immer nur so aus Spaß halt gespielt, ne? Aber ich würde es jetzt auch gerne mal verstehen, wie manche Klassen und so funktionieren. Also kannst du gerne machen, Darky. Wäre super lieb von dir. Mit den Waffen, was sollte man nehmen als Ziel? Man hat schon am Anfang die Waffen bekommen. Okay, das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, weil wie gesagt, ich spiele halt kein Heal. Aber ich. Willkommen, meine Freunde. Ich glaube, du kannst zu Anfang wirklich alle Waffen kriegen. Ich züchte die besten. Ja, aber interessiert mich gerade nicht. So. Hier, nimm mein Geld, damit mein Pferd schneller reiten kann. Laufen. Es dauert zwar noch ewig, aber passt. Also, ich meine, am Anfang gibt es sowieso mittlerweile ein Tutorial. Gut, du musst das, glaube ich, nicht spielen. Wenn du nur ein Schar hast, weiß ich nicht. Aber in aller Regel kannst du dir eigentlich ganz schnell deine Waffen da raussuchen. Hier sollte die Heilungsstabfähigkeit gelevelt werden. Okay. Wie
Ja. Geht sofort weiter. Danke, Huhn. So. In die Richtung muss ich. So, wir müssen nämlich einmal die eine Quest finden. Komm ich da unten lang? Ist da unten was? Ne, ich sehe da unten jetzt gerade kein Buch. Okay. Dann einmal umgekehrt. Die andere Seite. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Yep, weiß ich. Ich weiß, wie lange ihr nach mir gesucht habt. Passt. Du sollte nicht eigentlich irgendwo hier. War das woanders? Ja. Ja, doch, müsste irgendwo da vorne sein. Ja. Irgendwo hier müsste noch eine Quest zu finden sein, hoffe ich. Ja. Ja, gut. Sie sind aus dem Nichts gekommen. Vielleicht mit Booten. Sie sind noch nie so weit vorgestoßen. Hauptmann Siranya. Erzählt mir, was geschehen ist. Maorma-Piraten. Sie haben Südfeuer eingenommen. Mein Hauptmann, meine Mannschaft, alle gefangen. Sie haben die Kontrolle über den Leuchtturm übernommen. Das ist schlecht. Mit Südfeuer als Sammelpunkt können sie ungehindert die Sommersendinseln überfallen. Diese Wunden sehen schlimm aus. Ich kann es zurück nach Vulkelwacht schaffen. Ihr müsst Hauptmann Siranya finden. Sie wird wissen, was zu tun ist. Sie ist eine Gefangene im Maorma-Lager, unten am Strand. Bitte, beeilt euch! Ich werde sie finden. Kümmert euch um diese Wunde. Jung. Mal absitzen. Nein, du bist nicht der, den ich suche. Und gute Nacht. Autsch. Da ist irgendwas oben umgefallen. Wohlan, Fremde. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, kann ich nicht einfach aufstehen und euch begrüßen. Irgendwas ist gerade bei dir oben umgefallen. Ja, ich will's gar nicht wissen. Ich auch nicht. Eistee. Wenig Eis, wenig Tee. Ja, das ist ein Eistee. Gut. Der schmeckt echt deutlich besser als der Zitrone gestern. Weiß ich nicht, ich hab den noch ganz großartig probiert, außer vorhin ein bisschen. Hm, kommt dieses Gespräch irgendwie bekannt vor. Für mehr singen? Ist das nicht eine Stadt in NRW? Na, bist doof. Jo. Flaschenkind, Flaschenkind, Flaschenkind. Oh ja, das schmeckt aber echt gut. Ja. Sag ich ja. Lecker Schmecker, Eistee.
Lecker schmecker. Mein Leibgericht. Mein Leibgetränk. Ah, nee, das ist Bier. Mein Leibgetränk. Ja. 17 Uhr schon. Schönes Pilzke. Hm? 17 Uhr schon. Ja. Wann ist es denn so? Jetzt essen. Denk dran, mit Käse überbacken. Was denn? Nix. Jetzt muss ja nicht mit dem Käse. Ist so, überbacken. Rühren. Ist so. Freunde, das Flaschenkind. Ja. Passt doch. Ja. Ich bin Flaschenkind. Ich brauche keine Gläser. Nee. Wirklich nicht. Nee. Das macht nur Geschirr dreckig. Das ist doch scheiße. Ich bin ein Glaskind. Okay. Bist du auch eine Flasche? Manchmal. Manchmal. Ich enthalte mich. Mir fehlt da noch. Achso, meinst du, oben schlank und dann. Ja, oben bin ich definitiv schlank, da ist nicht viel drin. In der Birne. Da geht nur viel rein, aber viel drin ist da nicht. Da enthalte ich mich auch also mal. Eigentlich bin ich echt eine Flasche. Ja. Weil ich da noch ein bisschen Übung vertragen könnte. In der Flasche sein. Ich enthalte mich dem. Ja, ich gehe mal bei Rühan in die Schule und die bringt mir das bei. Ich bin eine Flaschke. Flasche. Dann bist du eine Flaschke, okay. Flaschke. Hey, yo. Da ist ein bisschen Grünzeug in deinem Essen. Hey! Lass meinen Schwengel. Der Schwengel geht ja so schön raus. Ich bin angeaid. Wie frech. Das ist er. Darfst ihn hauen. Was? Aua. Ich mach doch gar nichts. Au, 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 au. Au, ihr seht das gar nicht. Au, au. Ich werd liebkost. Aua. Ah. So, viel Spaß. Okay. Und du ihn für mich, okay. Hab ihn gehauen. Oh, pass auf. Oh Mann. Ja, also, ne? Frisches. Ich hab ihn gehauen. Aber ganz sanft. Ich will ja noch Abendessen haben. Nicht, dass ich kein Abendessen kriege. Das mit der Tätschel. Das war nicht getätschelt. Das war richtig doll. Da hat er jetzt einen richtig dollen blauen Fleck. Eventuell. Warum haben die Maorma euch gefangen genommen? Sie haben vor, Vulkelwacht zu erobern. Vulkelwacht. Ihr Plan ist es, über den Leuchtturm bei Südfeuer mit ihrer Flotte zu kommunizieren. Das ist eine Tatsache. Wir? Habt ihr etwa Wichtigeres zu tun? Antwortet mir nicht. Das war eine rhetorische Frage. Drei meiner Späher werden gefangen gehalten. Befreit sie und sorgt dafür, dass sie mich am Himmelslichtstrand treffen. Ich werde den Leuchtturm erkunden. Ich sag ja, er hatte Schmerzen. Ich hab gesagt, er hatte Schmerzen. Was tust du da? Sag mal. Fertig. Räumt um, lass ihn. Das klingt nach allem, aber nicht nach umräumen. Das klingt, als wenn er umfällt. Ach, komm schon. Muss ja alles aufheben, was dein Kater umgeschmissen hat. Wieso meiner? Unserer! Diese Abschaffung. Sie haben uns überraschend angegriffen. Hat der Hauptmann euch geschickt? Der möchte euch am Himmelslichtstrand treffen. Wo heißt das Ding? Der Himmelslichtstrand. Wie das heißt, genau, das ist dein Kater. Nein, unser!
Vormittags, mittags sind's meine, nachmittags sind's unsere und nachts sind's deine. Er schiebt das auf die Katzen. Viel Glück. Na, die Katzen hatten eben wirklich was runtergeschmissen. Ich war gerade am Einfassen. Was? Ich habe nicht damit gerechnet, einen freundliches Gesicht zu sehen. Holt mich hier raus! Oh Gott. Ein Hauptmann möchte, dass ihr sie am Himmelslichtstrand trefft. Euer Hauptmann möchte, dass ihr euch am Himmelslichtstrand trefft. Geht es euch gut genug, dass ihr es schafft? Es ging mir nie besser. Spaß im Lörg, Frisches. Eine schlaue Frau, unser Hauptmann. Am Himmelslichtstrand. Aber nicht alle und nicht die ganze Nacht. Die letzte Nacht war keiner bei mir. Da ihr ihn als Treffpunkt nennt, verrät mir, dass das eure Nachricht echt ist. Die letzte Nacht war kein Kater bei mir. Da waren es seine. Habt Dank. Deswegen, ich bin jetzt mucksch. Ich bin beleidigt. Meine Tiere haben mich verraten. Waren die Nacht nicht bei mir. Ich habe die Nacht allein geschlafen. Die waren nicht bei mir. ob ich einfach mal hier alle irgendwie aufhetze gerade? Dezent, oder? Okay. Wir fragen. Das geht so nicht. Nee. Ich bin gewiss, die Katzen froh, wollten euch kennenzulernen. Diese verdammten Maorma sind nicht die freundlichsten Gastgeber. Hauptmann Serenia möchte, dass ihr sie am Himmelslichtstrand trefft. Der Wunsch des Hauptmanns ist meine Pflicht. Diese Augenbrauen! Gar nicht. Wir treffen uns am Strand. Alles klar. Ich dachte, wir sind am Strand. Ich finde den Eselschatz allgemein nicht schön. Oh doch, es gibt schon schöne. Zumindest kann man sie sich schon schön machen. Du findest mein Schar nicht schön? Kann man meinen Schar nicht schön finden? Ist doch wunderschön. Mir gefällt's. Leuchtturmwärter Tildur wurde verschont. Ich glaube nicht, dass sie ihn als Bedrohung gesehen haben. Ja, ich wollte ja auch einen Lauch. Ja, ich hätte es ja auch anders machen können. Nachrichten an ihre Schiffe. Aber ich wollte einen Lauch. Wir müssen jetzt etwas tun. Was man in echt schon nicht ist, ne? Das macht man sich dann halt. Außerdem darf eine Frau auch ein Lauch sein. Ich wollte ihn so haben. Er hätte ihn auch dicker machen können, aber das wollte ich nicht. Sieht doof aus. Das schwebt euch vor. Der Leuchtturm ist aus festem Stein, aber selbst Stein brennt mit der richtigen Mischung aus. Aber mein Schar sieht trotzdem gut aus. Tildur kann euch verraten, wo ihr die nötigen Zutaten findet. Verwendet diese Glasviole. Eine mein Herz ist gerade gebrochen. Tausend Splitter. Was werdet ihr machen? Tildur sagt, die Maormer hätten einen magischen Schutzzauber auf die Tür des Leuchtturms gelegt. Ich muss einen Weg finden, um da durchzukommen. Geht, schnell. Viel Glück. Wir haben nicht viel Zeit. Ihr braucht die Feuersalze und Zunderpech, um das Signalfeuer zu zerstören. Sprecht mit Tildur. Er weiß, wo ihr sie finden könnt. Ich wollte euch etwas fragen. Dann macht schnell. Uns läuft die Zeit davon. Was ist euren Leuten zugestoßen? Sie haben uns überrumpelt. Sie kamen heimlich in Ruderbooten. Sie haben sich ohne den geringsten Mucks mitten vor der Nase der Flotte von Auridon vorbeigeschlichen. Wir haben sie nicht kommen sehen.
Das wäre ja so, als wenn jemand sagt, Roberto sehe nicht gut aus. Ihr wart nicht auf einen Angriff vorbereitet? Südfeuer liegt an der Westküste. Zwischen hier und den Sommersendinseln verläuft eine Meerenge. Historisch war sie immer einfach zu verteidigen. Ich wünschte, ich wüsste, wie sie an unserer Flotte vorbeigekommen sind. Aber Leute sahen mehr wie Schurken und weniger wie Speer aus. Die meisten waren Diebe und Wegelagerer, bevor sie zu uns gekommen sind. Ich habe ihnen einen Neuanfang geboten. Jetzt zählen sie zu den besten Spähern und Assassinen des gesamten Dominions. Leider sind diese Fertigkeiten in einer offenen Schlacht wenig hilfreich. Ja, gut. Huch. Jo. Feuersalze. Ich zähle das Zunderpech. Zunderpech war hier unten, oder? Ja. Beutel mit Zunderpech. Okay. Dann holen wir uns jetzt die Feuersalze. Müssen wir aber wieder nach da hinten. Möwen. Sind viele Möwen. Oh, Buch. Ursprung der Magiergilde. Okay, das lese ich mir gleich durch. Sofern ich sie vergesse. Aber hier bei den Gegnern möchte ich es ungern. Das kommt, glaube ich, nicht so gut. Hier ist gut. Ich meine, wenig Geld. Für was denn? Gestohlene Lieferung. Alles klar. Warte. Nee, habe ich nicht. Ist sowieso das, wäre sowieso die falsche. Ich bräuchte die mit Laufwerk. Wäre sowieso, wie gesagt, das falsche. Finderlohn! Hi. Wie geht's? Mit dem Laufwerk. Ohne Witz, ich gehöre noch zu der Fraktion. Ich habe meine Spiele lieber im Regal stehen als digital. Weil du weißt nie, was irgendwann mal mit der digitalen Version passieren kann. Ich habe sie lieber im Regal stehen. Außerdem, für gewisse Sachen habe ich halt eine Sammlung. Und ja. Nee. Ich brauche eine mit Laufwerk. Und selbst wenn, das Geld hätte ich nicht für übrig. Nicht mal ansatzweise. Ein Viertel davon könnte ich bezahlen. Aber ich brauche meine mit Laufwerk. Ohne Laufwerk geht nicht. Ohne Laufwerk doof.
nicht im Arsch der Welt. Ja. Ich wohne auch im Arsch der Welt, aber trotzdem will ich eine mit Laufwerk haben. Eisenerz. Gib mir Eisenerz. Habt ihr die notwendigen Zutaten, um Tildurs Feuerflasche herzustellen? Hervorragend. Ich habe beobachtet, wie die Maormer den Leuchtturm betreten und verlassen. Und dabei habe ich entdeckt, wie sie den Schutzzauber an der Tür überwinden. Wie machen sie das? Die Maormer tragen eine magische Rune, die den Schutzzauber lange genug aufhebt, damit sie hinein können. Stehlt eine solche Rune von einer ihrer Patrouillen in der Nähe des Leuchtturms. Verwendet sie, um den Schutzzauber aufzuheben, und schon seid ihr drin. Ihr müsst euch beeilen. Sie sind kurz davor, ihrer Flotte Signale zu senden. Das klingt eher einfach. Alles ganz simpel. Bis der Leuchtturm zu brennen anfängt. Ihr könnt nicht auf dem gleichen Weg zurück, wie ihr hineingekommen seid. Ich spring einfach runter. Ihr könnt euch auch keine Flügel wachsen lassen, um einfach davon zu fliegen. Nehmt diese Schriftrolle der Teleportation. Sie wird euch zurück zum Treffpunkt am Himmelslichtstrand befördern. Ich finde es geil, dass sie die Konsolen in Bundles verkaufen, die nicht immer weg ist. Zum Beispiel eine gefunden mit einem Fernseher. Ja gut, einen Fernseher brauche ich halt nicht. Rein theoretisch, man kann auch eine PS5 kriegen, wenn du einen Handyvertrag abschließt. Ja, gut, aber ich habe einen Handyvertrag. Wozu soll ich einen neuen Handyvertrag abschließen? Ja gut. Wie gesagt, ich habe die Hoffnung aufgegeben. Und selbst wenn es sie so zu kaufen gäbe, hätte ich immer noch das Problem, dass ich sie mir nicht leisten könnte. Das wäre halt immer noch das Zusatzproblem. Ich kann sie mir halt einfach zur Zeit nicht leisten. Dazu müsste halt wirklich der Shop wie auch alles andere mega gut laufen. Dann vielleicht mit etwas Sparen. Dann könnte. Wie du sehr sagst, ich habe ja nur 1,5 Jahre. Ich glaube zwar nicht dran. Aber mal gucken. Ich möchte halt auch nicht das Dreifache für ausgeben. Man wird ja einer kriegen. Aber ich gebe für etwas, was 500 kostet, nicht 1000 aus. Mach ich nicht. Einfach nein. Ich gebe mir das doppelte Preis für etwas aus, was eigentlich weniger wert ist. Nur weil sich die Hälfte der Weltbevölkerung die Köpfe deswegen einschlägt. Oder selbst damit Geld machen möchte. Und sogar noch auf doofe Leute reinfallen, die für den Preis die Sachen bezahlen. Oder bei Leuten kaufen, die einem nur die Verpackung zuschicken und die Konsole behalten sie. Habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Das waren tatsächlich einige so doof. Also, nein. Einfach nein. Ich warte. Ich kann warten. Was ich schon alles an Preisen gelesen habe. Hör mir auf. Ich glaube, das teuerste waren 2 Millionen. Für eine PS5. 2 Millionen. Ich frag mich, wer das kaufen soll. Ohne Witz. Also, nein. Ich gebe keine 2 Millionen aus für eine PS5. Das ist so. Das ist halt auf eBay, ne? Und du denkst so. Was? Einfach nein. Einfach nein. Mach ich nicht. Will ich nicht. Das Leuchtturm ist explodiert. Ja, ich sehe es. Der Turm steht in Flammen. Hab damals bei eBay gesehen, dass einer
einen iPhone-Karton verkauft hat. Für 600 Euro stand sogar in der Beschreibung, dass es nur der Karton ist. Was will man mit nur dem Karton? Ohne ganz ernst. Für ihre Schiffe können die Maoris nicht durch die Untiefen manövrieren. Sie werden umkehren oder nach Piandonia zurückschwimmen müssen. Ganz Auridon steht in eurer Schuld. Gute Arbeit. Weißt du, bei original alten Retro-Games, die noch original verpackt sind, kann ich mir ja gewisse Preise vorstellen, ne? Aber bei so ganz anderen Sachen, so bei Kartons. Hallo? Die Leute lesen die Beschreibung nicht. Ja, das kommt erschwerend hinzu und dann beschweren die sich ja auch noch. Oder manche verkaufen es halt wirklich für so horrende Preise, wo du denkst, welcher Vollidiot fällt drauf rein und dann, ha, ja, es fallen tatsächlich die Leute drauf rein. Nur entweder sind das dann halt Betrüger, die dann halt einfach wirklich nur den Karton oder irgendwas Kleines davon vielleicht verschicken oder auch gar nichts verschicken. Ne? Oder die Leute sind einfach dumm, dass sie sowas für so viel Geld kaufen und das dann halt trotzdem kriegen. Nein, einfach nein. Die PS5-Bilder bei eBay. 300 Euro. Ah, shit. Was wird jetzt geschehen? Wir gehen nach Vulkil Wacht und Mittel. Kommen mit Verstärkung wieder. Na, morgen zu dieser Zeit wird Südfeuer wieder uns gehören. Und die Invasoren werden nicht mehr als eine böse Erinnerung sein. Ohne eure Hilfe hätten wir das nicht geschafft. Ihr werdet unvergessen bleiben. Ich weiß. Ihr auch. Ihr bleibt in meinem Herzen. Das war eine elegante Rolle. Gut, ich glaube, wir können nach Tanzeville. Machen wir einfach mal. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht so weit übersehe. Aber ich werde sowieso nicht alles auf Anhieb finden. Ich glaube, das ist sowieso das größere Problem. Suche ich auch jetzt schon immer alles ab. Nope. Ich habe halt leider nicht mehr. Affenruhe. Hallöchen, Affenruhe. Naja. Kein Monkeys. Tanzeville. Irgendwo in die Richtung. Ach ja, mein Sprint ist aufgebraucht. Popo, habe ich eigentlich noch... Welche Größe schneller? Wenn jetzt Figur. Okay. Grundschriftrunde des Lernens. Schatzkarten. Okay. Ja. Nun gut. Auf nach Tanzeville.